dir flüstern. Ja, bei uns ist es ganz viel friedlich geblieben. Bis auf das Wasser ist an der Kellerkump. Aha, bis fast an die Kellertreppe. Und an die Treppe, an die Kellertür. Wenn da mein Herrchen nicht geguckt hätte hin, verstehst du, der ist mal hingegangen und hat gesagt, ich gucke mal, ob bei uns nicht das Wasser an der Kellertür steht. Und schwuppdiwupp, tatsächlich da stand es und war fast an der Tür. Noch ein Zentimeter, zwei, da hätte man das Wasser im Keller gehabt. Ja, ich bin dann sofort mit meinem Herrchen runtergelaufen und habe als Moppe versucht, ein bisschen wegzuschlurpen, also zu trinken, damit das Wasser nicht noch runtersteigt, versieht. Ich bin batschen nass, guck mal, wie ich wieder aussehe. Ah nee, das war ja gestern. Aber gestern sah ich genauso ein bisschen batschen nass aus. Mann, ich wollte nur Hilfe. Hat mein Herrchen gesagt, geht jetzt weg, wir machen eine Pumpe hin. Eine Pumpe, die pumpt ohne das Wasser hoch und pumpt die durch den Schlauch und pumpt die auf der anderen Seite wieder weg. So war das. Also mir sind trockene Füße geblieben. Wir haben kein trockene. Also ich nicht. Ich hab also Füße gehabt, weil ich ja wegsaufen wollte. Ne? Ja. Also ich wünsche jedem, der Wasser da stehen hat, dass das ganz schnell wieder weggeht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenende für die, bei denen das nicht so fürchterlich geregnet hat. Ne? Ja. Welcher hab der Mensch, du würdest absaufen. So schlimm hätte ich mir das nie gedenkt. Also Freunde, bis dann. Tschüss, euer nass gewordener Mogli mit die weiße Socke.